Okay, dann würde ich sagen, legen wir los. Hallo und herzlich willkommen in die Runde. Willkommen zur Pressekonferenz des FSV Frankfurt hier im Frankfurter Volksbankstadion. Am Sonntag geht es um 14 Uhr gegen Fortuna Köln. Hier vorne bei uns wie immer unser Cheftrainer Roland Frabeck. Bevor wir zu den Fragen kommen, noch kurz zur verletzten Situation. Da hat sich leider doch ein bisschen was getan. Maurice Deville wird mit einem Muskelfaserriss fehlen. Stefan Maderer, den plagen Rückenprobleme derzeit. Und Fabian Bodensky hat sich ein Magen-Darm-Virus eingefangen. Ansonsten, wie gehabt, die beiden Langzeitverletzten Naum Gebru und Leon Hammel in Reha. Steigen wir ein mit den Fragen. Roland, die Länderspielpause neigt sich dem Ende entgegen. Wie sehr kribbelt es denn sowohl im Trainerteam als auch in der Mannschaft, dass es jetzt weitergeht nach der vorherigen Siegesserie? Ja, wir sind schon angespannt, positiv angespannt. Wir freuen uns einfach, jetzt wieder einen Wettkampf zu haben, gerade auch hier zu Hause. Ich denke, dass die Zeit in der Länderspielpause auch sinnvoll ist zu nutzen und das haben wir, denke ich, auch getan. Aber klar ist, dass du dich immer wieder auf die Spiele freust, auf die Wochenenden und deswegen sind wir jetzt auch froh, dass das nächste Spiel ansteht und wir uns wieder zeigen und präsentieren können. Wie gut habt ihr denn die Länderspielpause genutzt im Training aus deiner Sicht? Das werden wir sehen am Sonntag, ob wir die Zeit gut genutzt haben. Ich hoffe, ich gehe davon aus, dass wir es gut gemacht haben, weil wir haben körperlich nachlegen können. Das war nochmal wichtig für uns vor den nächsten schweren Wochen. Wir haben auch inhaltlich gut gearbeitet. Die meisten Spieler konnten das Programm komplett durchziehen und haben gut gearbeitet. Also von daher war das schon eine sinnvolle Zeit und ich denke, dass wir sie gut genutzt haben. Aber genau werden wir es erst sehen am Sonntag gegen Köln. Bei den oder nach den drei Siegen vor der Länderspielpause tauchten ja vor allem zwei Namen auf in den Medien, Fabian Schleusener und Chatay Kader. Aber du hast ja auch schon gesagt, es steckt doch eine ganze Menge Potenzial hinten dran. Als Beispiel nur Maurice Deville muss momentan leider aussetzen, aber in der Länderspielpause ja mit einem etwas mehr als einstündigen Einsatz gegen Schweden für Luxemburg in der WM-Quali. Das heißt, es steckt auch Potenzial noch hinten dran in der zweiten Reihe. Ja, ganz klar. Also Fabian Schleusener und Chatay Kader machen das momentan gut oder haben es in den letzten Spielen gut gemacht, waren ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Siege und haben deswegen auch sicherlich momentan einen kleinen Vorsprung, aber es ist nicht so, dass die beiden jetzt einfach gesetzt sind und dass sie sich erlauben könnten, sich auszuruhen, sondern wir haben noch genügend Spieler hinten dran mit Ranislav Jovanovic, mit Stefan Maderer, der jetzt auch eine kleine Problematik am Rücken hat oder auch, wie du sagtest, Maurice Deville, der jetzt erstmal ausfallen wird, aber auch viele andere wie Adil Cichy und Fabian Graudenz, die kratzen und beißen und auch wirklich in die Stammmannschaft rein wollen. Und von daher ist es, denke ich, im Fußball oft so, dass es Phasen gibt, wo bestimmte Spieler einen wichtigen Beitrag leisten, dass eine Mannschaft erfolgreich ist. Und dann kommt wieder die nächste Phase, dann sind es vielleicht zwei, drei andere Spieler, hoffentlich zwei, drei andere Spieler, die dann eine gute Zeit, eine gute Phase haben, dass sie uns als Mannschaft helfen können. Von daher ist das jetzt eine Momentaufnahme, dass die beiden so gut funktionieren. Das freut uns, das ist wichtig für uns. Aber wie gesagt, wir haben noch Potenzial dahinter und ich hoffe, dass wir mit der gesamten Mannschaft dann über die gesamte Saison hinweg erfolgreich sein können. Und jetzt am Sonntag kommt erstmal Fortuna Köln, der Tabellensechste. Du selbst hast schon gesagt, ein bisschen schwierig abzuschätzen, wie das Spiel verlaufen wird. Du bist selbst wahrscheinlich am meisten gespannt, wie unsere Jungs aus der Länderspielpause kommen. Ja, einmal klar bin ich gespannt, wie wir jetzt nach der Pause auf den Platz kommen, wie wir uns präsentieren. Wir haben die Voraussetzungen gelegt, von daher gehe ich aus, dass wir uns auch vernünftig präsentieren werden. Auf der anderen Seite ist es schwer einzuschätzen, den nächsten Gegner, weil Fortuna Köln ist eine sehr robuste, großgewachsene, körperlich starke Mannschaft, die trotzdem einige gute Individualisten in ihren Reihen hat. Ist eine Mannschaft, die jetzt im Laufe der Saison bisher konstant gepunktet hat, immer wieder. Das heißt, auch einen ganz guten Rhythmus hat. Tabellenplatz 6, denke ich, sagt das doch aus. Und
Von daher wird das erstmal ein sehr, sehr, sehr hartes Stück Arbeit sein, Zweikämpfe offensiv wie defensiv zu gewinnen, sich körperlich erstmal einzubringen, dagegen zu halten, auch körperlich, und dann hoffentlich im Laufe des Spiels unsere fußballische Qualität einsetzen zu können und das hoffentlich dann auch in Tore umzumünzen. Dann danke dir bis hierhin. Soweit zu meinen Fragen. Jetzt kommen wir zu euren Fragen, liebe Kollegen, wenn es welche gibt. Ihr kennt das Prozedere, kurzes Handzeichen. Da haben wir auch schon Michael Helms, FNP. Herr Vorarlberg, wie sieht denn nach einem Drittel der Saison so Ihre ganz persönliche Bilanz aus? Es war ja ein schwieriger Start. Gab es da auch mal eine Phase, wo Sie gesagt haben, oh, warum habe ich mir das angetan? Oder wussten Sie, was auf Sie zukommt? Nein. Ich habe nach dem fünften Spieltag wollte ich aufhören. Nein. Ich habe ja vor der Saison gesagt, dass ich davon ausgehe, dass es ein schwieriger Start wird. Und das war in meinen Augen auch einfach zu erklären durch diese hohe Fluktuation, die wir hatten im Sommer. Viele Spieler hatten eben nicht die körperliche Verfassung, auf einem gewissen Niveau abzuliefern. Und von daher war es schwierig. Trotzdem hätten wir uns natürlich gewünscht, dass wir den einen oder anderen Punkt mehr gehabt hätten nach dem Groß-Asbach-Spiel. Die Möglichkeiten waren auch gegeben, also wenn ich dann an das Spiel in Rostock denke oder auch das Spiel in Chemnitz, hier zu Hause gegen Erfurt, das sind alle Spiele, wo wir nah dran waren. Das hat uns aber gezeigt, dass wir eine Qualität haben, daran haben wir immer geglaubt, auch in den Phasen, wo die Ergebnisse nicht gut waren. Und uns war klar, dass wenn wir weiter fleißig bleiben, wenn wir beharrlich an uns arbeiten, dass irgendwann dann auch Erfolgserlebnisse kommen, und das ist jetzt passiert. Das ist aber trotzdem kein Grund, sich auszuruhen jetzt und zufrieden zu sein. Ich denke, das wäre der erste Fehler, um es wieder ins Negative zu leiten. Und von daher sind wir jetzt erstmal angekommen in der Liga. Wir haben jetzt den schlechten Saisonstart ein bisschen vergessen lassen, aber ich sehe da keinen Grund, sich jetzt auszuruhen und sich zurückzulehnen und etwas mehr oder etwas weniger abzuliefern, sondern jetzt geht die Saison für mich eigentlich erst richtig los. Jetzt habe ich schon Saskia Schäfer von Antenne Frankfurt mit der Hand zucken sehen. Ja, das stimmt. Wobei meine Frage, glaube ich, indirekt jetzt gerade schon beantwortet wurde, genau. Aber man kann ja eine Zusatzfrage stellen. Und zwar, wie Sie schon gesagt haben, der FSV ist jetzt so ein bisschen auf Erfolgskurs. Es gab jetzt zum Beispiel 3 Siege in Folge. Wie sehen denn Ihre Ziele einfach für diese Saison aus? Also, so ein langfristiges Ziel haben wir uns eigentlich noch nicht gesetzt. Für uns war es wichtig, jetzt erstmal eine Kehrtwende zu schaffen nach dem schlechten Saisonstart. Das haben wir geschafft. Jetzt geht es in meinen Augen darum, sich zu stabilisieren, also regelmäßig zu punkten. Wir werden sicher auch wieder Spiele verlieren, aber regelmäßig zu punkten würde bedeuten, dass wir auch stabil sind. Und dann muss man gucken, wenn es in die Rückrunde geht, wo stehen wir im Vergleich zu den anderen Mannschaften. Da muss man ein bisschen abwarten. Langfristiges Ziel jetzt auszugeben nach 10 Spieltagen, fällt mir eigentlich ganz schwer jetzt. Okay, danke schön. Gibt es weitere Fragen? Noch eine Nachfrage von Michael Helms. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die dritte Liga so ausgeglichen ist? Ich meine, die zweite Liga ist auch ausgeglichen, aber so punktemäßig in den letzten Jahren. Schwer zu beantworten. Also ich denke, dass alle Mannschaften in der dritten Liga eine gewisse Qualität haben, eine gewisse Stärke haben, und wenn sie diese Qualität oder diese Stärken dann am Spieltag auf den Platz bringen, dann auch in der Lage sind, Spiele zu gewinnen. Und auf der anderen Seite sind aber in meinen Augen die meisten Mannschaften in der dritten Liga nicht konstant genug, nicht stabil genug. Das heißt auch, viele Mannschaften schwanken von Wochenende zu Wochenende, und für mich ist es damit zu erklären, dass es halt immer wieder überraschende Ergebnisse gibt oder Ergebnisse dann sich abzeichnen, die man vorher nicht so vielleicht im Hinterkopf hatte. Kann eine Erklärung sein, dass man nicht stabil genug ist, dass aber trotzdem auch viele ihre Stärken einbringen, sei es, ich will nicht sagen banale Dinge, aber sei es grundlegende Dinge wie Standardsituationen oder auch Umschaltspielen nach Balleroberung, worauf die meisten Mannschaften setzen, dass das dann eben an vielen Spieltagen zum Tragen kommt und Mannschaften wie wir oder auch viele andere dann eben nicht in der Lage sind, eben ihre Leistung oder die Qualität, die sie eigentlich besitzen, dann Wochenende für Wochenende auf den Platz zu bringen. Das wäre für mich jetzt spontan die nahestehendste Erklärung. Gibt es weitere Fragen? Ja, Manuel Schubert, Frankfurter Rundschau. Ich würde noch fragen, der Adelji, ist der wieder voll einsatzfähig? Ist da alles wieder
Also er ist gesund, er ist verletzungsfrei, er hat jetzt letzte und diese Woche alle Trainingseinheiten absolviert. Also was die Voraussetzungen angeht, ist er soweit, am Sonntag im Kader zu stehen. Ob er jetzt auch dann spielen wird, das sei nochmal dahingestellt. Gibt es noch weitere Nachfragen? Ja, nochmal die Rundschau. Er hatte ja jetzt diesen Lauf mit 3 Siegen in Folge. Ist dann da die englische Woche, kommt es da ein bisschen umgelegen? Will man da eigentlich dann am liebsten gleich weitermachen oder war das jetzt trotzdem für euch mal ganz, ganz gut, diese Pause? Die Länderspielpause? Also ich sehe es ganz pragmatisch. Also wenn es eine Länderspielpause gibt, dann gibt es halt eine Länderspielpause. Das gilt ja für uns genauso wie viele andere Mannschaften auch oder für alle anderen Mannschaften auch. Und da muss man das Positive draus ziehen. Und wir konnten in dieser Zeit halt wirklich an unseren Defiziten arbeiten. Das haben wir auch getan. Und damit halt eine bessere Basis für die letzten Spiele jetzt in dem Jahr zu schaffen. Und von daher muss man es so annehmen, wie es ist. Trotz, dass wir 3 Spiele vorher gewonnen haben, heißt es nicht, dass alles perfekt war, sondern dass es auch da noch Verbesserungspotenzial gab. Und deswegen kann man das auch positiv sehen und sagen, wir sind vielleicht jetzt nochmal einen Schritt vorangekommen und machen es vielleicht in den nächsten Spielen nochmal einen Tick besser. Alle wunschlos glücklich. Das sieht so aus. Dann sehen wir uns am Sonntag hier im Frankfurter Volksbankstadion gegen Fortuna Köln. Bis dann. Tschüss.